Willkommen. Dieses Video wird eine Zusammenfassung der letzten beiden Videos sein. Stellt sicher, dass ihr beide Videos gesehen habt. Das erste ist Repopulationspostkarten mit den Kohlkopfkindern. Und das zweite ist der erste Film, La Fée Chou von 1896. Dieses Video wurde durch einen Beitrag von KD inspiriert. Also ein großes Lob an ihn. Die Idee ist aber nicht neu. Aber es ist interessant, dieses Konzept jetzt, wo mehr Informationen entdeckt werden, wieder aufzugreifen. Viele dachten, dass wir wörtlich sagen, dass wir von Kohlköpfen abstammen. Dieses Video wird helfen, die letzten beiden Videos zu erklären. Worauf beziehen sich also diese Postkarten? Es hat den Anschein, dass die Postkarten sich auf eine Art neue Aussaat oder Klonprozess beziehen. Was bedeutet, dass die Kohlköpfe nur ein Symbol sind. Ein Symbol für Wiedergeburt. Ein Symbol für die weiblichen Genitalien. Die Ähnlichkeit mit der Form eines Babykopfes und die Vorstellung, dass Menschen in Massen gezüchtet wurden. Das bedeutet, dass es sich hier um eine Art Operation handelt, in der es Babyfabriken gab. Babys wurden in großen Mengen für irgendeinen Zweck produziert. Wie viele erwähnt haben, gibt es sogar eine eugenische Komponente, bei der bestimmte Phänotypen je nach Ziel ausgewählt wurden. Mit den LSG-Filmen erfuhren wir nicht nur, dass der Ursprung von Filmen rätselhaft ist, sondern auch, dass die ersten Filme ziemlich okkult waren und Symbole verwendeten, um einen bestimmten Bewusstseinszustand zu erzeugen. Dieser seltsame Film wurde für die Pariser Weltausstellung 1896 zur Werbung für die Brutkästen verwendet. Diese Operation muss also irgendeine Verbindung zu den Inkubatoren haben. Wir haben eine Referenz aus genau dieser Zeit, auf die ich später eingehen werde, und in der es darum geht, woher sie diese Frühgeburten bekam. Und später werden wir einen Film besprechen, in dem es um all diese Dinge geht. Und zwar deshalb, weil die Cabbage Patch Videos anscheinend so gut liefen, dass auf Netflix die Nummer 5 Storks, auf Deutsch Störche, Abenteuer im Anflug ist. Und dieser Film ist von 2016. Also ist es seltsam, dass die Leute ihn entweder jetzt sehen oder dass sie ihn kürzlich hinzugefügt haben. Was ein sehr interessantes Timing ist und der Film hat eine sehr offensichtliche Symbolik. Ich glaube nicht, dass das Timing ein Zufall ist. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es irgendwelche antiken Hinweise auf irgendeine Art von Wiederbevölkerungsfabriken? Wir haben schon öfter darauf hingewiesen, aber jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um auf das antike Symbol der Artemis oder Diana von Ephesus einzugehen. Diana ist der lateinische Name und Artemis der griechische. Sie war im Wesentlichen die Muttergöttin der Fruchtbarkeit. In der klassischen Mythologie wird Artemis mit der jungfräulichen Göttin der Jagd, des Waldes und der Tiere in Verbindung gebracht. Aber seltsamerweise vermischten sich in Ephesus, das in Kleinasien liegt, viele orientalische Einflüsse mit den griechischen, wodurch ein völlig neues Symbol entstand. Die Epheser glaubten, dass sowohl Artemis als auch Apollo in einem Hain namens Ortygia geboren wurde, was auch dem altgriechischen Namen für Irland, Ogygia, sehr nahe kommt, dem antiken Land der Wälder, das in vielen alten religiösen Texten als Geburtsort des ersten Wiederbevölkerungszentrums nach der Flut genannt wird. Die Epheser glaubten also, dass ihre Götter, denen sie ihr ganzes Leben der Verehrung widmeten, selbst in einem antiken Wald geboren wurden. Aber nicht nur das, sie legten auch besonderen Wert auf das Symbol der Fruchtbarkeit, indem sie ihre Göttin mit vielen Brüsten oder etwas, was wie Eier aussieht, darstellen. Und ihre Beine sind fest zusammengelegt. In Strabos Geographie, er schreibt, übersetztes Zitat: An derselben Küste
Etwas oberhalb des Meeres liegt auch Ortygia, ein prächtiger Hain von Bäumen aller Art, vor allem von Zypressen. Er wird vom Fluss Zentrius durchflossen, in dem Leto nach ihren Wehen ein Bad genommen haben soll. Denn hier ist der mystische Schauplatz der Geburt und der Amme Ortygia, des heiligen Ortes, an dem die Geburt stattfand, und des Olivenbaums in der Nähe, an dem sich die Göttin nach der Erlösung von den Wehen zuerst ausgeruht haben soll. Oberhalb des Hains liegt der Berg Solmaises, wo sich die Kureten stationiert haben und mit dem Lärm ihrer Waffen Hera in Angst und Schrecken versetzten, als sie eifersüchtig Leto ausspionierte. Und als sie Leto halfen, die Geburt ihrer Kinder vor Hera zu verbergen. An diesem Ort gibt es mehrere Tempel, einige antike und andere, die in späteren Zeiten erbaut wurden. Und in den antiken Tempeln befinden sich viele antike Holzbilder. Aber in denen aus späteren Zeiten gibt es Werke von Skopas. Zum Beispiel Leto, die ein Zepter hält. Und Ortygia, die mit einem Kind in jedem Arm neben ihr steht. Alljährlich wird dort ein allgemeines Fest abgehalten. Und nach einem bestimmten Brauch wetteifern die Jugendlichen um die Ehre. Vor allem in der Pracht ihrer Festmale dort. Zu dieser Zeit hält auch ein spezielles Kollegium der Kureten Symposien ab und führt bestimmte mystische Opferrituale durch. Zitat Ende. Ihr Tempel befand sich in der antiken Stadt Ephesus, einer großen Hafenstadt. Dieser Tempel war eines der sieben Weltwunder und wurde als der größte Tempel oder das größte Gebäude des Altertums bezeichnet. Dieses antike Bauwerk diente als Kultstätte mit mystischen Ritualen, in denen dieser mehrbrüstigen Göttin der Fruchtbarkeit geopfert wurde. Dieser Tempel war nicht nur ein religiöses, sondern auch ein wirtschaftliches Zentrum. Es war eine wichtige Bank, denn niemand wagte es, von einem heiligen Ort zu stehlen. Es soll die größte Bank ihrer Zeit gewesen sein. Der Tempel wurde im Laufe der Geschichte mehrfach wieder aufgebaut. Angeblich in verschiedenen Versionen, denn er wurde von vielen verschiedenen Eindringlingen zerstört. Darunter auch von den Christen, die ihn abrissen, um alle heidnischen Überreste zu beseitigen. Diese Aussaatoperationen waren nicht auf einen Ort beschränkt. Und doch beziehen sich viele Legenden auf die Vorstellung von der Muttergöttin und ihren Kindern. Denn viele dieser Geschichten sind in Form von Mythen verschleiert worden. In Platons wertvollsten Werk, Timaios, enthüllt er das Geheimnis der Zyklen und Resets der antiken Hochkulturen. Und dass es mehr als eine Sintflut gegeben hat. Zitat: Zunächst erinnerst du dich nur an eine einzige Sintflut. Aber es gab viele frühere. Zweitens weißt du nicht, dass in deinem Land einst das schönste und edelste Menschengeschlecht wohnte, das je gelebt hat. Und dass du und deine ganze Stadt von einem kleinen Samen oder Überrest von ihnen abstammen, der überlebt hat. Zitat Ende. Nun mag es auf den ersten Blick wie ein literarisches Mittel erscheinen. Aber der Begriff Samen wird in Timaios erneut verwendet. Zitat: Solon wunderte sich über seine Worte und bat die Priester eindringlich, ihn genau und ordentlich über die ehemaligen Bürger zu informieren. Es ist gut, dass du von ihnen erfährst, Solon, sagte der Priester. Sowohl um deinetwillen als auch um deiner Stadt willen. Und vor allem um der Göttin willen, die die gemeinsame Schutzherrin, Mutter und Erzieherin unserer beiden Städte ist. Sie gründete eure Stadt 1000 Jahre vor der unseren, indem sie von der Erde und Hephaistos den Samen eures Volkes empfing. Und danach gründete sie die unsere. Zitat Ende. Später im Timaios wird er sehr alchemistisch und er beschreibt die Erschaffung des Menschen mit der gleichen Terminologie. Zitat: Mit den Knochen aber und dem Fleisch und allem, was dazugehört, ging es folgendermaßen zu.
Dies alles hat in der Entstehung des Markes auch seinen Ursprung. Denn die Bänder des Lebens, welche die Seele mit dem Körper vereinigen, sind in ihm zusammengeknüpft und geben so gleichsam dem menschlichen Geschlechte seine Wurzel. Das Mark selbst aber ist auch von anderen Bestandteilen hervorgegangen. So viele nämlich von den elementaren Dreiecken völlig regelmäßig und fest und so am meisten dazu geeignet waren, Feuer, Wasser, Luft und Erde genau darzustellen. Diese sonderte der Gott einzeln von ihren Gattungen für sich aus, mischte sie nach dem richtigen Verhältnis miteinander und bildete aus ihnen das Mark, um in demselben den Samen für das ganze Geschlecht der sterblichen Wesen zu bereiten. Pflanzte dem Mark dann die drei Seelengeschlechter ein und befestigte sie, und in so viel und solcherlei Gestalten, als es nach seinen besonderen Arten empfangen sollte, gliederte er dasselbe gleich bei dieser anfänglichen Verteilung. Und zwar denjenigen Teil desselben, welcher wie ein Saatfeld dem göttlichen Samen in sich tragen sollte, bildete er von allen Seiten rund und nannte ihn Gehirn oder Kopfmark, weil nach Vollendung jedes lebendigen Wesens das ihn einschließende Gefäß der Kopf sein sollte. Den Teil dagegen, welcher die übrigen sterblichen Bestandteile der Seele in sich erhalten sollte, gliederte er in eine zugleich runde und längliche Gestalt und benannte dies alles Mark. Und nachdem er hieran, wie an einen Anker, die Bänder der ganzen Seele befestigt hatte, bildete er nun um dieses Mark herum unseren ganzen Körper, indem er zuerst für dasselbe eine es umkleidende, knöchernde Decke zusammenfügte. Zitat Ende. Er fährt fort, detailliert zu beschreiben, wie die Götter uns erschaffen haben, und verwendet einen Garten als Referenz, was sehr seltsam ist. Zuerst denkt man, er spricht nur über Gott und die Seele, und dann sagt er, Zitat, nun aber kamen die Werkmeister unserer Entstehung bei ihrer Überlegung, ob sie ein länger lebendes, schlechteres oder ein kürzer lebendes, besseres Geschlecht schaffen sollten, einstimmig zu der Ansicht, dass einem längeren, aber schlechteren, ein kürzeres, aber besseres Leben für ein jedes Wesen in jedem Falle vorzuziehen sei. Und demzufolge bedeckten sie denn den Kopf wohl mit einem dünnen Knochen, nicht aber mit Fleisch und Sehnen, so wie er dann ja auch keine Biegungen hatte. Und so wurde diesem allen, gemäß der Kopf als ein zwar reicher, mit Empfindungen und Vernunft begabter, aber auch weit schwächerer Teil dem Leibe eines jeden Menschen aufgesetzt. Die Sehnen aber heftete der Gott aus den obrigen Gründen und in der obrigen Weise teils ganz gleichmäßig am Ende des Kopfes rings um den Hals herum an und verband durch sie die Enden der Kinnladen unterhalb des Antlitzes. Teils verteilte er sie durch alle Gliedmaßen zur gegenseitigen Verknüpfung der Gelenke. Unseren Mund aber versahen die Urheber unserer Ausstattung mit seiner gegenwärtigen Einrichtung von Zähnen, Zunge und Lippen, so wie sie die Rücksicht auf das von der Notwendigkeit Gebotene und auf das Beste an die Hand gab, indem sie bei diesem ihrem Werke den Eingang der ersteren, den Ausgang aber der letzteren Ursache zuweisen. Denn der Notwendigkeit gehört alles dasjenige an, was in den Mund eingeht, um dem Körper Nahrung zu geben. Der Fluss der Rede aber, welcher vom Munde ausgeht und dem Gedanken dient, ist der schönste und beste von allen Flüssen. Ferner nun, den Kopf war es weder möglich, bloß aus nacktem Knochen bestehen zu lassen, wegen der Witterungsschwankungen, welche die Jahreszeiten mit sich bringen, noch auch mit anzusehen, wenn er durch eine ganz dichte Bedeckung stumpf und unempfindlich würde infolge der Masse des Fleisches. Es war nun von der Fleischsubstanz da, wo sie austrocknete, eine buchstäbliche Rinde, die sich von ihr aussonderte, zurückgeblieben, das, was man heute Haut nennt. Und mit dieser, die durch die Feuchtigkeit aus der Umgebung des Gehirns Zusammenhalt und Wachstum erhielt, umkleidete der Gott ringsherum den Kopf. Denn das einst aus dem Mann genannten Wesen, Weiber und selbst Tiere hervorgehen sollten, das wussten unsere Bildner wohl. Und ebenso erkannten sie auch, dass viele von den Tieren der Nägel und zwar zu vielen Dingen bedürftig würden. Und daher bildeten sie diese den Menschen gleich bei ihrer Entstehung an.
Aus solchem Grunde und zu solchen Zwecken ließen sie Haut, Haare, wie auch Nägel aus den Enden der Glieder wachsen. Da nun so alle Teile und Gliedmaßen des sterblichen belebten Wesens zusammengewachsen waren, die Notwendigkeit aber es mit sich brachte, dass an Feuer und Luft sein Lebensprozess gebunden war, und es deshalb in zerstörender Weise von jenem zerschmolzen und von dieser ausgesogen wurde, so breiteten die Götter ihm hiergegen eine Abhilfe, indem sie eine der menschlichen verwandten Natur, die sie aber mit einer anderen Gestalt und anderen Empfindungen ausrüsteten, so dass sie zu einer Art von sterblichen belebten Wesen ward, erzeugten. Es sind dies nämlich die Bäume und Pflanzen mit ihren Samen und Früchten, welche jetzt durch die Pflege des Landbaus veredelt und gleichsam gezähmt und an uns gewöhnt sind, während es vormals nur die wilden Gattungen gab, die ja älter sind als die Veredelten. Alles nämlich, was nur irgend am Leben teilhat, wird auch mit vollem Recht ein lebendiges Wesen genannt werden. Es hat ja aber alles eben Erwähnte, wenigstens an jener dritten Art von Seele teil, welche nach unserer Erörterung zwischen Zwerchfell und Nabel ihren Sitz hat. Und zwar nichts von Vorstellung, Überlegung und Vernunft, wohl aber Empfindung des Angenehmen und Unangenehmen nebst Begierden in sich trägt. Denn alles, was Pflanze heißt, ist fortwährend allen äußeren Einwirkungen ausgesetzt, dagegen einen inneren Kreisumlauf zu vollziehen, indem es von außen kommende Bewegungen zurückstieße und der ihr eigentümlichen folgte, und so etwas von ihren eigenen Zuständen durch Nachdenken über die Natur derselben sich zum Bewusstsein zu bringen. Das hat ihre Entstehungsweise ihr nicht verliehen. Daher nun lebt es zwar und ist nicht anders als ein beseeltes Wesen zu nennen, aber es haftet eingewurzelt an derselben Stelle fest, weil es der eigenen Bewegung beraubt ist. Nachdem nun die Mächtigeren, für uns Schwächere, all diese Pflanzenarten zur Nahrung geschaffen hatten, durchzogen sie unseren Körper selbst, ähnlich wie man in Gärten tut, mit Kanälen, um ihn gleichsam mit fließendem Wasser zu berieseln. Zitat Ende. Es gäbe noch mehr darüber zu berichten, aber um bei der Sache zu bleiben, beschreibt er im Grunde, wie unsere Schöpfer eine unserer ursprünglichen Formen nahmen und sie umgestalteten, dass sie eher materialistischer Natur und an die primären Sinne gebunden waren, ohne die Kraft des eigenen Willens, um sie weniger gottgleich zu machen. Ein sehr seltsamer Prozess, bei dem sich das Fleisch an die Knochen heftet. Aber es ist mehr als nur eine spirituelle, metaphysische Erklärung, wie Körper geformt werden. Vielmehr scheint es eine Art Gebrauchsanweisung zu sein, denn es gab Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Die Schöpfer mussten entscheiden, wie lange diese Wesen leben würden, und es scheint, dass der ursprüngliche Samen eine viel längere Lebensspanne hatte. Es ist auch klar, dass er einen Unterschied macht zwischen Gott, der die Seele erschaffen hat, und den Göttern, die die physischen Körper manipuliert haben. Dies ist der letzte Absatz, den wir durchgehen müssen, aber er ist wichtig, weil er das Ende von Timaios bildet. Zitat: Und nunmehr scheint denn auch die uns jetzt gesteckte Aufgabe, das Weltall von seinen Anfängen aus bis zur Entstehung der Menschen zu verfolgen, so ziemlich ihr Ziel erreicht zu haben. Denn auf welche Weise auch die anderen lebenden Wesen entstanden sind, ist nur kurz zu erwähnen. Es sei denn, dass die Sache hier und da mehreres fordert, denn so dürfte man wohl am ehesten glauben, das richtige Maß in der Auseinandersetzung solcher Gegenstände eingehalten zu haben. Mag denn also in folgender Weise das hierher Gehörige besprochen sein. Nachdem die Mann genannten entstanden waren, wurden all die unter ihnen, welche feige waren und ein frevelhaftes Leben führten, dem wahren Scheinenden nach bei ihrer zweiten Geburt in Weiber verwandelt. Okay, Moment mal, wovon spricht er? Nun, wir werden darauf zurückkommen, aber er spricht von einer großen Rasse von Menschen, die einst Androgynen waren. Dies ist ein uraltes esoterisches Geheimnis, auf das sich viele alte griechische Philosophen mehrfach beziehen. Er sagt also,
dass sie diese ursprünglichen Menschen aufgrund ihrer Natur in Frauen verwandelt haben. Das heißt, diese androgynen Wesen haben sich nicht fortgepflanzt. Und es scheint auch, dass sie weder gegessen noch getrunken haben, die ursprünglichen Götter. Und er fährt fort, Zitat: Und damit zugleich schufen die Götter demgemäß auch den Trieb zur Begattung, Vermöge eines beseelten und lebendigen Wesens, das sie in uns und eines anderen, das sie in den Weibern, und zwar jedes von beiden, auf folgende Weise entstehen ließen. Da haben wir es also, diese Götter, was übrigens nicht dasselbe wie Gott ist. Aber diese Götter haben uns absichtlich den Geschlechtsverkehr gegeben, um uns mehr wie Tiere zu machen. Zitat: Den Durchgang der Getrunkenen verbanden sie an der Stelle, wo er dasselbe, nachdem es von der Lunge unten durch die Niere weg in die Harnblase gelangt ist, Vermöge des durch die Luft auf die letztere ausgeübten Druckes aufnimmt und herausfördert, durch eine Seitenöffnung, mit der vom Kopf aus durch Nacken und Rückgrat sich hindurchzuziehenden Strang des Markes, welchen wir in unseren vorangehenden Erörterungen Samen nannten, und in dem dieser ja Beseelte ist und nunmehr Luft bekam. So erregte er in jenem Teile, nach welchen hin er sich Luft machte, die lebenerweckende Begierde nach Ausströmung und rief so den Zeugungstrieb hervor. Daher sind denn auch bei den Männern die Schamteile etwas Unlenksames und Eigenmächtiges, wie ein Tier, welches nicht auf Vernunft hört, und trachten mit ihren rasenden Begierden alles zu beherrschen. Und ganz aus denselben Gründen geht es bei den Weibern ebenso mit der sogenannten Scheide- und Gebärmutter. Auch diese ist ein ihnen innewohnendes lebendiges Gebilde, welches die Begierde nach Kinderzeugung in sich trägt und daher, wenn es zur Reife gelangt ist, lange Zeit ohne Frucht bleibt, in Aufregung und Ungeduld versetzt wird, überallhin durch den Körper seiner Säfte umhertreibt, die Kanäle der Luft verstopft und somit das Atmen erschwert und die äußersten Beängstigungen und allerlei anderer Krankheiten verursacht. Bis denn die wechselseitige Liebe und Begierde beider Geschlechter sie zusammenführt und gemeinsam die Frucht vom Baum pflückt, indem sodann in die Gebärmutter, wie in ein Saatfeld, Tierchen, die von Kleinheit unsichtbar und noch unausgebildet sind, hereingestreut werden, sich hernach aber wieder von ihr ablösen, von innen heraus groß wachsen und endlich ans Licht hervortreten, und so die Entstehung lebendiger Wesen sich vollendet. Auf die obige Weise sind also die Weiber und alles Weibliche entstanden. Zitat Ende. Nun ist Platon in diesem ganzen Buch sehr geheimnisvoll, und es scheint, dass das Wissen um die Wissenschaft und die Kunst des Klonens, der Schaffung von Hybriden, ein streng gehütetes esoterisches Geheimnis ist. Dies hängt auch mit der mystischen Natur des Alchemisten zusammen, was ein eigenes Video sein wird. Aber dies ist mit der Erschaffung eines künstlichen Menschen verbunden. Dies waren die größten Geheimnisse der antiken Welt. Und jeder okkulte Autor ist zu diesem Thema sehr schwer fassbar. Weshalb der Stein der Weisen notwendig ist, um die Botschaft zu entschlüsseln. Auch wenn er als eine mystische, unbekannte Substanz dargestellt wird, die unedle Metalle in Gold verwandeln, gehen die Symbole doch tiefer als nur das. Das muss fürs nächste Video herhalten. Und es wird einige verrückte Dinge behandeln, aber wir mussten erst einmal mit Timaios anfangen. Wer also waren diese androgynen Wesen? Wie können sich Männer in Frauen verwandeln? Nun, einige der griechischen Götter beziehen sich auf tatsächliche Wesen, die einst existierten. Und sie waren von Natur aus androgyn. Sie waren extrem fortschrittlich, jenseits unseres Verständnisses, weil ihre Seelen mehr im Kopf saßen, wie von Platon beschrieben. Es war beabsichtigt, dass sie in die Brust wanderten, wie bei den anderen Tieren. Platon bezieht sich gegen Ende des Timaios auf das Symposion, das wiederum ein weiteres Symbol ist. Aber hier enthüllt er das Geheimnis unserer vergangenen Naturen. Das hängt damit zusammen,
dass der Tempel der Artemis, Artemis selbst, als die vielbrüstige Göttin bezeichnet wird. Artemis ist die wilde Frau der griechischen Mythologie. Dieses Artemis-Symbol ist ein weiterer Hinweis auf die Amazonen oder die Rasse von Menschen, die nur weiblich und völlig unabhängig geworden waren und keine Männer mehr brauchten. Die Amazonen wurden auch als die einbrüstigen Frauen bezeichnet. Das ist sehr interessant, da wir über die Verzerrung des ursprünglichen Artemis-Symbols gesprochen haben. Nun, hört euch das an. Der ursprüngliche Artemis-Tempel in Ephesus soll laut Mainstream-Geschichte von den Amazonen gebaut worden sein, die ihre Statuen mitbrachten. Übersetztes Zitat: Dann wandten sie, die Amazonen, sich nach Ionien und Äolien und machten daraus nach ihrer Kapitulation Provinzen. Hier herrschten sie eine Zeit lang und gründeten sogar Städte und Lager, die ihren Namen trugen. In Ephesus bauten sie auch einen sehr kostspieligen und schönen Tempel für Diana, wegen ihrer Freude am Bogenschießen und an der Jagdkunst, der sie sich selbst widmeten. Zitat Ende. Übersetztes Zitat: Es wird angenommen, dass Ephesus von den Amazonen errichtet wurde und ihre Statuen, die in einem Wettbewerb unter den berühmtesten Künstlern der Zeit ausgewählt wurden, wurden bei der Fertigstellung des Artemis-Tempels um 440 bis 430 vor Christus geweiht. Römische Kopien dieser verlorenen Bronzestatuen zeigen die Figur in gleicher Größe und Kleidung, mit dem rechten Arm über dem Kopf erhoben, manchmal auf einem Speer gestützt. Zitat Ende. Das Symbol der Amazonenfrau, das auch ein Fruchtbarkeits- und Wiederbevölkerungssymbol ist, ist in unserer modernen Kultur allgegenwärtig und manifestiert sich in einer Vielzahl von Formen. Hier kann man deutlich sehen, dass diese Darstellung der Diana von Ephesus nicht nur eine fortgeschrittene Amazonenfrau ist, sondern dass sie auch eine Krone trägt, genau wie die Freiheitsstatue. Sie hält auch ein Zepter in der Hand, das nicht nur eine Art symbolischer Hinweis ist, sondern ein tatsächliches Gerät, das diese Wesen einst besaßen. Denkt darüber nach. Wisst ihr, wann die Freiheitsstatue nach Amerika gebracht wurde? Ich denke, dass hinter der Geschichte auch eine Vertuschung steckt, da einige der ersten Fotos manipuliert zu sein scheinen. Sie sagen, sie wurde in Frankreich gebaut, demontiert und dann nach Amerika gebracht, um wieder zusammengebaut zu werden. Aber die Fotos in Frankreich könnten sicherlich Fälschungen sein, wenn man bedenkt, was wir heute über alte Fotomanipulationstechniken wissen. Unabhängig davon findet der offizielle Wiederaufbau in Amerika zwischen 1885 und 1886 statt. Also genau in dem Jahr, in dem die Brutkästen in Frankreich aufgestellt wurden. Warum gab es diese zufällige Verbindung zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten? Ach, nur um die Freiheit zu unterstützen? Während sie zu gleicher Zeit auch diese Postkarten herstellten? Wer schickt so eine riesige Statue einfach so umsonst? Vielleicht steckt mehr hinter dieser Geschichte. Und es ist genau der Zeitraum und der Ort, an dem eine Welle von Einwanderern ihren Weg nach Ellis Island fand. Dies war ein Einreisepunkt und die Freiheitsstatue befindet sich auf einer Sternenfestung. Und in vielen Sternenfestungen in den Vereinigten Staaten, wie zum Beispiel Fort Sumter, wurden im Laufe der Geschichte massenhaft Sklaven importiert und in diese Festungen gebracht. Es ging also nicht nur um die Freiheit, denn die Freiheitsstatue ist Diana. Sie ist Wonder Woman, gemischt mit der Symbolik des Prometheus. Denn die Flamme steht für die Geburt und die Erschaffung einer neuen Ordnung. Erinnern wir uns dran, wer diese Statue entworfen hat und zu welcher Zeit. Sie hätten gewusst, dass es sich um ein antikes Fruchtbarkeitssymbol handelt und haben es uns direkt vor die Nase gesetzt. Die Gelehrten sagen, dass die Freiheitsstatue auf der Libertas basiert. Was stimmt?
Aber sowohl Athene als auch Artemis wurden auf sehr ähnliche Weise verwendet und haben beide Kultanhänger. Libertas basiert auf der Göttin Athena oder Minerva, die ebenfalls eine androgyne Göttin ist. Übersetztes Zitat: Der Helm ist das Symbol dieser Göttin als Athena, Minerva. Aber als Liberatas oder Libertas, wie die Römer sie nannten, ist ihr Symbol eine markante rote Strumpfmütze, der Pileus oder phrygischen Mütze, von der es heißt, dass sie im alten Rom von Sklaven getragen wurde, die ihre Freiheit gewonnen hatten. In der Revolutionszeit trugen die Rebellen in Amerika und Frankreich diese Freiheitskappe als Symbol der Freiheit von der versklavenden Obrigkeit und hielten sie oft an einer Stange oder einem Spieß als ihr Symbol hoch. Zitat Ende. Um es kurz zu sagen, viele amerikanische Stadtsiegel tragen dieses Symbol. Erinnert sich zufällig jemand an die Eule aus The Promised Neverland? Die Waisenkinder, die gezüchtet wurden? Diese Anime-Autoren wissen viel mehr, als sie zugeben. Die geheime Geschichte der Freiheitsstatue ist, dass sie von französischen Freimaurern entworfen wurde. Schaut euch das Video über die Abfallwirtschaft bzw. Waste Management an, wenn ihr wissen wollt, was mit Sade und all dem Zeug los war. Aber ja, diese Freimaurer wurden dabei ertappt, so krass mit ihrer Symbolik zu sein, dass es ein französisches Buch über dieses ganze Thema mit all ihren Ritualen gibt. Und ja, sie haben im Wesentlichen das Symbol der Artemis in der Freiheitsstatue versteckt. So oder so hat das Symbol dunkle Ursprünge. Übersetztes Zitat: Die Freiheitsstatue stellt die alte babylonische Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, Ishtar, dar. Ishtar ist als Mutter der Huren bekannt, weil Prostitution Teil ihrer religiösen Praktiken war. Im Nahen Osten wurde sie als Astarte verehrt. Und im Lateinischen war sie als Libertas, Liberty, bekannt. Cicero, ein römischer Historiker, bezeichnete Libertas als Mutter der Huren. In der Antike wurde Liberty mit sexueller Freiheit und Tempelprostitution in Verbindung gebracht. Der Historiker R.A. Coombs schreibt: Huren waren gesellschaftlich Ausgestoßene. Daher wurde sie als Mutter der Ausgestoßenen bezeichnet. Dies wurde später mit der Idee der Einwanderung gleichgesetzt und zur Mutter der Einwanderer. Ishtar bedeutet Königin des Himmels. Derselbe Titel wurde der Mutter Maria des römischen Katholizismus verliehen. Es ist bekannt, dass es sich dabei um ein freimaurerisches Ritual handelt. Gebt einfach Freimaurer und Freiheitsstatue ein. Sie versuchen nicht einmal, es zu verbergen. Sie geben uns lediglich nicht die ganze Geschichte. Dies ist also die Göttin der Fruchtbarkeit, die Göttin der Einwanderer und auch die Göttin der Waisen oder Findelkinder. Denn genau das gleiche Symbol der Diana von Ephesus, der mehrbrüstigen Göttin, das Symbol der Wiederbefruchtung, wird für das Siegel der Findelkinder verwendet. Warum sollte das ursprüngliche Findelkind-Krankenhaus dies als Bild oder Logo oder Symbol verwenden, um für seine Organisation zu werben? Auf der linken Seite des Siegels befindet sich das antike Wiederbevölkerungssymbol der Artemis. Auf der rechten Seite die Verzerrung der Illusion von Liberty, die die Hure im Niedergang darstellt. Das Baby ist die unter Ishtar geborene Schöpfung. Und warum steht dort unten Help, also Hilfe? Das Symbol oben ist das Lamm Gottes oder Maria, das Symbol der Rosenkreuzer, um für die Sünde zu stehen, an der sie während dieses Wiederbevölkerungsprozesses beteiligt sind. Wobei sie dies als eine Art notwendiges Opfer sehen wollen. Diese Findelkind-Operation steht im direkten Zusammenhang mit den Brutkästen. Im kanadischen Lancet gab es 1883, also 3 Jahre vor den Brutkästen, einen Bericht, in dem detailliert beschrieben wird,
woher sie all diese Frühgeburten bekamen, nämlich aus dem Findelkind-Krankenhaus. Und es verwendet auch eine sehr interessante Formulierung. Übersetztes Zitat: Es gab in jenen Tagen Riesen auf der Erde, und es wird in diesen Tagen Riesen auf der Erde geben, die nicht nur in Nebenschauplätzen zu sehen sind, sondern an jeder Hand, wenn ein Bericht, der aus Frankreich kommt, wahr ist und er ist gut belegt. Und wenn aus Riesenbabys Riesen und Riesinnen werden, werden alle zugeben, wie wichtig ein guter Staat ist. Er ist bei der Aufzucht von Männern und Frauen genauso wichtig wie bei jeder Art von Vieh. Blut und wissenschaftliches Management sind in dem einen Fall nicht weniger wirksam als in dem anderen. In der Tat wäre es ein großer Segen für die Menschheit, wenn einige der Ideen, die von den Züchtern gutes Viehs angewandt werden, in das wichtigere Geschäft der Aufzucht von einer überlegenen Rasse von Männern und Frauen eingeführt werden. Das Gesetz des Überlebens des Stärkeren bekäme einen neuen Impuls. Viel Krankheit, Schmerz und Leid würde abgewendet und die Summe des menschlichen Glücks würde ins Unermessliche gesteigert werden. Doch ein solches Glück ist dem Menschengeschlecht nicht beschert. Die Schwachen und Kranken werden ebenso wie die Starken und Gesunden nach ihrer Art weiterleben. Die doppelte Natur des Menschen ist ein unüberwindliches Hindernis für den Erlass von Zivilgesetzen, die das natürliche Gesetz der Fortpflanzung in nennenswertem Umfang einschränken. Wirtschaftliche und soziale Erwägungen werden immer schwerer wiegen als Erwägungen im Hinblick auf das Wohlergehen der künftigen Nachkommen. Alles, was die Wissenschaft oder die Regierung in dieser Angelegenheit tun können, ist, die Massen zu einer vollkommeneren Kenntnis der physikalischen Gesetze zu erziehen. Doch zurück zum Thema. Dr. Tanier, ein französischer Arzt, der in einem Findelkinderkrankenhaus arbeitet, berichtet von überraschenden Ergebnissen einiger kürzlich durchgeführter Experimente. Dieser Herr soll betrübt gewesen sein über die große Zahl der Kinder, die unter seiner Obhut standen und die innerhalb der ersten 6 Monate ihres Lebens starben. In dieser Stimmung kam ihm eine neue Idee. Wenn französische Hühner, so fragte er, auf künstliche Wege aufgezogen werden können, warum nicht auch französische Babys? Er ließ einen Kasten mit Glaswänden anfertigen, der einem gewöhnlichen Hühnerbrutkasten ähnelte. Er wurde mit einem weichen Bett ausgestattet, in einem dunklen Raum aufgestellt und mit heißem Wasser auf einer Temperatur von 85 Grad Fahrenheit gehalten, was 29,5 Grad Celsius ist. Er legte einen der Säuglinge in diesen Babyinkubator, ein kümmerliches Exemplar der schreienden, kränklichen Art. Das Kind wurde mit einer Stillflasche versorgt und natürlich nur in regelmäßigen Abständen gefüttert. Zur großen Überraschung des Arztes hörte das Kind nach 2 Tagen auf zu weinen und weinte während der 8 Wochen, die es im Inkubator verbrachte, nie wieder. Am Ende dieser Zeit hatte es das Aussehen eines gesunden, einjährigen Kindes. Durch diesen Erfolg ermutigt, wiederholte Dr. Tanier das Experiment mit demselben Ergebnis. Daraufhin baute er mit Erlaubnis der Krankenhausleitung einen Inkubator, der 400 Kinder aufnehmen konnte, und setzte alle Kinder des Krankenhauses, 360 an der Zahl, hinein. Mit Ausnahme von 2 Kindern blieben alle 6 Monate im Inkubator. Dann mussten sie entfernt werden, da sie aus ihren engen Betten herausgewachsen waren. Während die Fakten nicht von einer 12-köpfigen Kommission bestätigt wurden, die der Regierung einen Bericht vorgelegt hat, könnte man die behaupteten Ergebnisse für unglaubwürdig halten. Das Durchschnittsalter der Säuglinge, als sie in den Brutkasten gelegt wurden, betrug 8 Monate und 3 Tage, wobei das jüngste Kind 12 Stunden und das älteste 11 Monate alt war. Das Durchschnittsgewicht der 360 Kinder lag bei 10 Pfund, 4,5 Kilo. Am Ende von 6 Monaten betrug das Durchschnittsgewicht 85 Pfund, 38,5 Kilo. Und alle sollen wie 8-jährige Kinder ausgesehen haben. Der Inkubator hat in 6 Monaten so viel geleistet wie in 8 Jahren des normalen Lebens. Die Säuglinge waren nicht nur groß,
sondern auch stark und gesund. Und die meisten von ihnen konnten bereits eine Woche nach Verlassen des Nestes laufen. Die Ergebnisse waren verblüffend und übertrafen Dr. Taniers optimistische Erwartungen. Es wird nun erwartet, dass jedes Kinderkrankenhaus in das Inkubationsgeschäft einsteigt, sodass wir wahrscheinlich einen lebhaften Wettbewerb im Geschäft mit der Aufzucht von Riesen erleben werden. Wenn dieser Kinderinkubator eine gute Sache für Findelhäuser und für Krankenhausbabys im Allgemeinen ist, sollte er auch in allen Haushalten, die mit Babys gesegnet sind, eine gute Sache sein. Zweifellos wird bald eine neue Industrie unter der fördernden Obhut der nationalen Politik entstehen. Und bald werden die Vertreter von Babyinkubatoren so zahlreich sein wie die Vertreter von Nähmaschinen. Es wäre leicht, auf den praktischen Wert und die Suggestivität der Experimente von Dr. Tanier einzugehen. Erstens ist klar, dass die Babys nicht geschaukelt wurden. Dafür genossen sie ständige Ruhe. Das lehrt uns, dass all das Gute und die Sorgen von Müttern und Kindermädchen, die so anstrengend für die Gesundheit sind, nicht nur völlig unnötig sind, sondern auch ein absolutes Übel in all seinen Aspekten. Anstatt sie in einen Zustand zu versetzen, der absolute Ruhe fördert, werden unsere Babys zu einer Art Familienspielzeug gemacht, das aus Spaß von einem zum anderen gereicht wird. Es ist fast so, als ob er nicht wüsste, dass Babys Familienmitglieder sind und dass die Menschen sie tatsächlich lieben, denn dann sagt er, in dem Moment, in dem das kleine Wesen beginnt, die Gegenstände seiner Umgebung wahrzunehmen, werden seine Kräfte bis zum Äußersten angeregt, um den Familienkreis Unterhaltung zu bieten. Zusammenfassend lässt sich sagen, die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Babyaufzucht sind erstens absolute Ruhe und keine unnötigen Einmischungen der Erzieherinnen. Zweitens regelmäßige und vernünftige Fütterung. Drittens eine gleichmäßige Temperatur, die höher ist als die für Erwachsene geeignete. Diese Bedingung ist im normalen Leben schwer zu erreichen. Aber es kann viel erreicht werden, wenn man weiß, dass Säuglinge eine höhere Temperatur benötigen. Selbst eine modifizierte Einhaltung der oben genannten Bedingungen würde viele der Sorgen nehmen, die durch schreiende und schlaflose Babys verursacht wird. Und würde viel Ruhe, Gesundheit und zum Wachstum unserer Kinder beitragen. Zitat Ende. Das ist alles sehr seltsam, denn zunächst scheint es so, als ob sie Babys behandeln, als ob es etwas Neues wäre. Und er vergleicht sogar französische Babys, die mit künstlichen Mitteln aufgezogen werden, mit französischen Hühnern. Und das ist der wörtliche Ursprung des Babybrutkastens, da es sich um einen gewöhnlichen Hühnerbrutkasten handelt. Außerdem sagten sie, dass sie diese Brutkästen auf dem Gelände des Findelhauses gebaut haben. Also waren sie miteinander verbunden. Warum hatte das Findelhaus all diese Frühgeburten? Haben sie sie gefunden? Das ergibt nicht viel Sinn. Natürlich kann man sagen, dass die katholische Kirche Babys nahm, aber selbst dann ist das sehr verdächtig. Warum waren sie jünger als 6 Monate alt? Ist es möglich, dass sie einen Weg gefunden haben, um Babys zu erzeugen? Und es hat eine Weile gedauert, bis sie herausfanden, wie man diese Frühgeburten am Leben erhält, nachdem sie eine Art altes Klonverfahren wiederentdeckt hatten? Die Idee ist, dass diese Findelkinder ausgesetzt wurden. Dass sie, weil ihre Eltern unverheiratet waren, an Kinderheime abgegeben werden mussten. Dies ist tief in der Geschichte von New York integriert, aber diese Geschichte ist nicht allzu gut bekannt. Übersetztes Zitat: Europa stand dem Problem der Findelkinder viel früher gegenüber als die Vereinigten Staaten. Als die britischen Siedler Amerikas im frühen 17. Jahrhundert von ihren Schiffen stiegen, gab es in Europa bereits Städte, die groß genug waren, um die sozialen Bedingungen zu schaffen, die eine beträchtliche Zahl von Findelkindern hervorbrachten, sowie die religiösen und staatlichen Strukturen, um ihnen zu helfen. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Europa bereits Findelhäuser, die mehrere Jahrhunderte alt waren.
Im 18. Jahrhundert, als die Vereinigten Staaten gerade erst entstanden und ihre Städte noch klein waren, war die Aussetzung von Säuglingen in Städten wie London und Paris ein Massenphänomen. Erst im 19. Jahrhundert überholte New York London als Zentrum der städtischen Missstände im Sinne von Dickens, wozu auch eine große Zahl von Findelkindern gehörte. In den katholischen Ländern Europas und auch in Russland, mit Abweichungen je nach Zeit und Ort, übernahmen die lokalen und nationalen Regierungen, oft zusammen mit religiösen Einrichtungen, die volle Verantwortung für Findelkinder. Unbeabsichtigt gezeugte Kinder wurden anonym in großen städtischen Findelhäusern untergebracht. Diese Asyle standen im Mittelpunkt großer Netzwerke von Kindermädchen, Babytransporteuren, Ärzten, Kirchenvertretern und Bürokraten. Dies war das sogenannte katholische System. Sein Ziel war es, die Ehre von unverheirateten Frauen und Familien zu schützen, indem man außerehelich geborene Kinder verschwinden ließ. Zitat Ende. Nun, das ist die Mainstream-Erklärung, dass dies eine Art von Problem war. Aber die Wahrheit ist, dass dies Protestanten waren, die sich nicht einmal darum kümmerten und Menschen, die Sex hatten, nicht belangten, weil sie Bordelle überall hatten. Die Frage ist also, ob sie diese Babys wirklich nur gefunden haben. Warum die Verwendung von Lady Liberty und Artemis von Ephesus? War das ein Problem, das absichtlich geschaffen wurde? Eine Art Operation? Und was hat es mit den Hinweisen auf Riesenbabys in diesem Bericht auf sich? Es scheint, dass die Größe hier eine Rolle spielt, denn nicht nur viele Legenden sprechen von antiken Städten, die von einer fortschrittlichen Rasse von Riesen erschaffen wurden, sondern auch die griechischen Götter und Göttinnen selbst scheinen sich auf diese antiken Wesen zu beziehen. Die Amazonen werden von griechischen Autoren auf viele verschiedene Arten beschrieben. Was interessant ist, weil sie angeblich eine kriegerische Rasse waren, die alle männliche Säuglinge tötete, die durch ihre Erdinstinkte gebunden waren. Und ihr Gottvater war Ares, der Gott des Krieges. Aber warum sollten die Amazonen einen männlichen Gott verehren? Sie waren Mondanbeter, also ist es wahrscheinlicher, dass sie die ursprünglichen Schöpfer des Symbols der Diana von Ephesus waren. Die Göttin war ein Fruchtbarkeitssymbol. Denn obwohl sie keine Männer in ihren Stämmen duldeten, wurden sie als an sexuelle Begierden gebunden beschrieben. Ich glaube nicht, dass dies der Fall ist, sondern eine Fehlübersetzung. Sie versuchten, sich mit einer neuen Art von Menschen neu zu bevölkern. Dies ist der Ursprung von Eros oder Amor, in dem ein hybrider Mensch geschaffen wurde, der zwei Polaritäten gebildet hatte, männlich und weiblich. Erinnert ihr euch an Futurama und die Amazonenfrauen? Die versuchten, Snoo-Snoo zu haben? Mit welchem Ziel? Wiederbevölkerung. Nun kommt schon, ihr wisst, dass Matt Groening sich mit tiefgründigen Dingen auskennt und das ist kein Zufall. Sie sind auch Riesen, also macht es keinen Sinn, dass sie tatsächlich Geschlechtsverkehr mit so kleinen Menschen haben. Das ist nur eine Anspielung auf den Prozess, in dem diese Amazonenfrauenriesen einen neuen Hybridmenschen erschaffen haben, indem sie das Alter verändert und Öffnungen zum Essen, Trinken und Kacken hinzugefügt haben. Wie sonst könnte eine Zivilisation, die nur aus Frauen besteht, überleben? Sie bräuchten eine Art von Wiederbevölkerungsprogramm, ob mit oder ohne Technologie. Und das wird von Historikern nie wirklich vollständig untersucht. Wir wissen von antiken Landwirtschafts- und Züchtungseinrichtungen in Bezug auf Ackerbau und Fleisch. Aber was ist mit menschlicher Aufzucht? Haben die Menschen der Antike jemals darüber nachgedacht? Wenn es eine Katastrophe gab und ein Volk fast alle seine Einwohner verloren hatte, wurde dann jemals daran gedacht, dass wir einen Weg finden müssen, diesen Ort wieder neu zu bevölkern?
Ich meine, das ist eines der ersten Dinge, über die man nachdenkt, wenn man eine Zivilisation gründet. Das ist ziemlich grundlegend. Aber in welchem Ausmaß? Und wurde dabei Technologie eingesetzt? Wenn ja, wäre es möglich, im Falle der Eugenik bestimmte Eigenschaften zu entwickeln, die im Endergebnis erwünscht sind? All diese Dinge liegen in den Tiefen der esoterischen Geschichte. Aber mit den richtigen Fragen können wir beginnen, diese Themen mit neuen Augen zu betrachten. Das beschränkt sich auch nicht nur auf die Weißen. Zum Beispiel die Geschichte von Kalifia. Diese Montalvo-Romane stammen eigentlich aus dem 14. Jahrhundert von einem unbekannten Schriftsteller während der islamischen Herrschaft in Spanien. Sie reisten nach Amerika und in Kalifornien gab es eine Rasse riesiger schwarzer Kriegerinnen, die auch eine Vorliebe für Greifen hatte. Es scheint, dass im Laufe der Geschichte Überreste mehrerer Stämme gottähnlicher Frauenrassen existierten und in einer Art Krieg involviert waren. Wie im Falle von Kalifien, die Muslime gegen die Christen in Konstantinopel. Die Amazonen sind auch eng mit den Skythen verbunden, denn es heißt, dass sich die beiden irgendwann vermischten und eine neue Rasse von Skythen namens Sarmaten oder Sauromaten schufen. Übersetztes Zitat. Der Historiker Herodot aus dem 5. Jahrhundert vor Christus tat sein Bestes, um die fehlenden Lücken zu füllen. Der Vater der Geschichte, wie er genannt wird, lokalisierte die amazonische Hauptstadt als Themyscira, eine befestigte Stadt an den Ufern des Flusses Thermadon, nahe der Küste des Schwarzen Meeres, in der heutigen Nordtürkei. Die Frauen teilten ihre Zeit zwischen plündernden Expeditionen bis nach Persien und der Gründung berühmter Städte wie Smyrna, Ephesus, Sinope und Paphos in der Nähe ihrer Heimat auf. Die Fortpflanzung beschränkte sich auf ein jährliches Ereignis mit einem benachbarten Stamm. Zitat Ende. Es gab viele Stämme von Kriegerinnen, aber ich denke, das ist nur die oberflächliche Ebene dieses Symbols. Wie wir schon bei dem androgynen Wesen besprochen haben. Sie hatten eine andere Form und einen anderen Geist. Sie brauchten nicht zu essen oder zu trinken und waren im Wesentlichen Götter. Wonder Woman, Lady Liberty, die Mutter der Einwanderer, Athene. Genauso wie die Eule das Symbol der Minerva ist. So scheint die Biene das Emblem der Artemis in Ephesus gewesen zu sein. Die Biene der Artemis, übersetztes Zitat. Die frühe Verbindung der Biene mit dem Kult der Artemis wird durch verschiedene Beweise belegt. Sie erscheint nicht nur auf der seltsamen polymastoiden Figur der ephesischen Göttin, sondern auch auf den frühesten Münzen ihrer Stadt. Wie die Eule das Emblem der Athene in Athen war, so scheint die Biene das Emblem der Artemis in Ephesus gewesen zu sein. Obwohl die erhaltenen Exemplare der polymastoiden Statur alle aus der Spätzeit stammen, ist es kaum möglich, dass der Typhus mit seiner Mischung aus Elementen eine späthellenistische Schöpfung gewesen sein kann. Die Biene war im Kult der Artemis so wichtig, dass ihre Priesterinnen den Namen Melissa oder Bee, also Biene, erhielten. Es gibt keinen direkten Beweis dafür, dass die ephesischen Priesterinnen der Göttin diesen Titel trugen. Aber die Vermutung, dass sie ihn trugen, wird durch die zitierten Monumente gerechtfertigt. Ein weiterer solcher Titel war Bienenzüchterin. Die erste Priesterin mit diesem Titel diente wahrscheinlich im Apollo-Tempel, den Bienen aus Wachs hergestellt haben sollen. Diese apollinischen Bienen müssen in irgendeinem Bezug zu den Bienen der Artemis, der Zwillingsschwester des Gottes, gestanden haben. Zitat Ende. Man kann die Biene sogar auf alten Münzen und Skulpturen sehen. Erinnert ihr euch an die Hasenbiene aus der Geschichte der Cabbage Patch Kids? Nun, die Honigbiene war in der Antike ein heiliges Symbol und die Zivilisation verehrten sie angeblich wegen der lebensbejahenden Gaben des Honigs. Aber die Biene und die Bienenkönigin werden mit verschiedenen Göttinnen in Verbindung gebracht. Und es gibt nie wirklich einen guten Grund, warum dies der Fall sein sollte.
Ist es möglich, dass die Bienenkönigin die Urmutter ist, in der das gesamte Bienenvolk entsteht? Unsere Bevölkerung? Die Bienenstöcke sind die Fabriken, in denen sie produziert werden? Diese Symbolik zieht sich durch unsere gesamte Kultur, denn die Bienenkönigin wählt die Arbeits- und Soldatenbienen aus oder hat die Fähigkeit, verschiedene Nachkommen zu gebären, die wie in einer Monarchie verschiedene Aufgaben erfüllen. Jede Biene hat eine bestimmte Aufgabe, um die Königin und den gesamten Bienenstock zu schützen. Sind Bienenköniginnen also uralte Gottheiten? Übersetztes Zitat: Die Meinung von Ramsay, dass das Bild der Artemis gar nicht menschlich ist, sondern mit Bienen verwandt ist, ist durchaus angemessen. Er sagt, dass Artemis die Bienenkönigin ist. Ihr Aussehen macht dies deutlich. Und dass die Brüste in Wirklichkeit Eizellen sind. Die Biene ist auf sehr vielen ephesischen Münzen und auf Abbildungen der Artemis stark vertreten. Es wird vermutet, dass der Name der Stadt aus der lydischen Sprache stammt und Ort der vielen Bienen bedeutet. Zitat Ende. Wir bezeichnen die Skulptur als die vielbrüstige Diana, da dies eine Interpretation der Mainstream-Historiker ist. Wenn man jedoch genauer hinsieht, handelt es sich nicht um Brüste, sondern um Eier oder Eizellen. Was noch deutlicher macht, dass es sich um eine Art von Massenbevölkerungsprozess handelt. In Rom befindet sich ein Brunnen, der Tritonenbrunnen. Ein Brunnen aus dem 17. Jahrhundert, auf dem Piazza Barberini, in dem der Meeresgott Triton in Lebensgröße als phönizische Meerjungfrau dargestellt ist, die auf 4 Delfinschwanzflossen kniet. Auf dem Brunnen ist das Wappen der Familie Barberini abgebildet, das auf die Verbindung zu den Bienen hinweist. Diese Symbolik wird nie vollständig erklärt und vermischt sich auch mit goldenen Bremsen. Aber das endgültige Symbol ist die Biene, die von der Familie Barberini als wichtiges Symbol verwendet wurde. Und so schmückten sie ihre Kreation mit diesem Symbol. Es ist bekannt, dass dieses Symbol sehr wichtig für sie ist. Aber warum? Sie waren zu Beginn des 16. Jahrhunderts das Oberhaupt der katholischen Kirche und wussten daher wahrscheinlich genau, worauf sich dieses Symbol bezog und dass es das Symbol für Artemis war. Auch Alma Mater und Magna Mater sind eine weitere Manifestation von Aufzuchtprogrammen. Es ist lateinisch für nährende Mutter, ein allegorischer lateinischer Ausdruck für eine Universitätsschule oder ein College, das man einmal besucht hat. Es bezieht sich auf die nährende Mutter, die stillende Mutter, die pflegende Mutter und bedeutet, dass diese Schulen Zuchtprogramme für den Geist sind, in denen die Mutter diese spezielle Art von Arbeitsbienen hervorbringt. Das Schloss auf dem Kopf ist ein weiteres Symbol, das mit diesem antiken Artemis- und Liberty-Symbol verbunden ist, da dieser Prozess der Wiederbevölkerung für die Gründung und Struktur der neuen Welt von entscheidender Bedeutung ist. Magna Mater war ein antiker römischer Frauenkult. Dieser Kult wurde in einer neuen Form, der phrygischen Göttin Martha, durch seine griechische Inkarnation, den Kult der Cybele, eingeführt. Man stellt fest, dass es viele Muttergöttinnen gab. Und anstatt dass es sich um irgendeine beliebige Göttin handelt, der eine ganze antike Stadt ihre gesamte Religion und ihr Leben widmete, was wäre, wenn diese Muttergöttin tatsächlich eine Art Maschine oder Methode war, mit der man Klone erschaffen könnte? Woher kommen sonst all diese Waisenkinder? Wie kommt es zu einem Überfluss an Frühgeburten? Wir wissen, dass es für genau dieses Problem Säuglingsheime gab. Und es scheint, dass diese Einrichtungen diese Babys in Massen produzierten. Ich meine, einige dieser alten Bilder sind sehr aufschlussreich. Man sieht Kinder, die auf die neue Welt vorbereitet werden. Mit Schlamm auf den Straßen?
Die Freiheitsstatue ist also Diana von Ephesus. Und sie ist ein okkultes Symbol, der Schlüssel und das Verständnis der Wiederbevölkerung. Der angebliche Bau durch Freimaurer im Jahr 1886 legt den Verdacht nahe, dass es sich um ein Symbol dafür handelt, wie die Vereinigten Staaten ihre neuen Bürger bekamen. Ich glaube auch nicht, dass sie nur Menschen erschufen. Sie experimentierten wahrscheinlich mit allen Arten von tierischen und humanoiden Verhältnissen und erschufen die Hybriden aus Mythen und Legenden, sowie die hybriden Tiere, die wir heute kennen. Der Tempel der Artemis ist nur ein Beispiel dafür. Aber da wir jetzt wissen, dass dieses Symbol mit vielen anderen Göttinnen verbunden ist, war dies wahrscheinlich überall auf der Welt der Fall. Wir sehen diese Darstellungen von Mischwesen in einer Vielzahl verschiedener Kulturen. Und sogar in der Bibel heißt es, dass die Sintflut wegen der Hybriden und Riesen kam, die es gab. Michael Tesserion, der unsere Arbeit stark beeinflusst hat, stellt den Garten Eden in der Zeitlinie nach der Flut dar, in der unsere Formen genetisch verändert wurden, um materieller und reptilienartiger zu sein. Natürlich ging er damals von Außerirdischen aus. Aber was ist, wenn dies tiefer geht als ein Anunnaki-Sitchin-Roman und wir uns vielleicht auf eine Art fortgeschrittene Rasse alter Menschen beziehen, die fortgeschrittene Technologie und/oder Kenntnisse der Alchemie besaßen? Sogar die Geschichte des Homunculus und des künstlichen Menschen, des Golems, verweisen auf einen Prozess, bei dem ein künstlicher Mensch durch die Elemente erschaffen werden könnte. Das ist ein Thema für das nächste Video, aber diese Symbolik ist vielschichtig. Oberflächlich betrachtet bezieht es sich auf eine Art physikalischen Prozess, bei dem ein künstlicher Mensch geschaffen werden könnte. Die Alchemie ist der Ursprung der modernen Wissenschaft. Und es ist nicht weit hergeholt zu denken, dass sie frühe Formen der Genetik in Betracht gezogen haben könnten. Die tiefere Bedeutung und auch der Schlüssel zum Stein der Weisen ist, dass dieser Akt der Verwandlung in Gold ein Hinweis auf die Verschmelzung des höheren Selbst mit dem niederen Selbst ist. Eine Erschaffung eines spirituellen Lichtkörpers, der kontrolliert und manipuliert werden kann. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber die Idee, Menschen zu erschaffen und zu züchten, ist kein neues Konzept. Es gibt sie schon seit Ewigkeiten, da bei Katastrophen der Großteil der Bevölkerung vernichtet wird. Es gibt also nicht allzu viele Möglichkeiten. Entweder man wartet und baut langsam wieder auf, oder man hat sich eine Methode ausgedacht, um den Prozess um ein paar Generationen zu beschleunigen. Findelhäuser wurden seit ihrer Gründung von der königlichen Elite finanziert und die Wahl der Symbole ist passend. Müssten wir uns also nicht fragen, warum ihre Zeichen Artemis sind und wie sie so viele Waisenkinder und Frühgeborene gefunden haben? Nun, Waisenhäuser gibt es schon seit der römischen Zeit und eins der frühesten uns bekannten Waisenhäuser befindet sich in Venedig und heißt La Pitta, ein Mönchs- und Nonnenkloster. Seit ihrem Bestehen war die katholische Kirche für Waisenkinder zuständig. Sollen wir uns also darauf verlassen, dass es sich dabei um einen ehrlichen Versuch handelt, sich um die Bedürftigen zu kümmern? Wenn sie diejenigen sind, die die Gesetze erlassen und die Wirtschaft leiten? Und dennoch mussten all diese armen Familien ihre Kinder aufgeben, wegen der Gesellschaft, in der sie lebten, die von diesen katholischen Herrschern kontrolliert wird? Also, wenn ihr mich fragt, geht hier etwas anderes vor sich. Und wie wir jetzt wissen, standen diese Brutkästen in den Findelhäusern, weil es dort aus irgendeinem Grund so viele Frühgeburten gab. Wenn man den Suchbegriff Babyinkubatoren 1900 eingibt, stößt man zunächst auf die Babys von Coney Island. Aber die Geschichte geht noch weiter, denn in den späten 1800er Jahren hatte der Arzt Martin Coney damit begonnen, die Wirksamkeit von Brutkästen für Säuglinge in den USA und Europa zu demonstrieren. Sie wurden überall gezeigt und es ist nicht wirklich eine fortschrittliche Erfindung. Es scheint seltsam, dass dies aus dem Nichts kam und dann gibt es diese Weltausstellungen und sie zeigen diese Babys als eine Art Nebenschauplatz. Und man konnte sie buchstäblich erwerben, also standen sie zum Verkauf.
Wenn man das heute machen würde, gäbe es eine Menge Protest. Aber heute wissen wir, dass diese Frühgeburten eine Art Waisen- oder Findelkinder waren. Sie hatten Brutkästen in Buffalo, New York, im Trans-Mississippi-Gebiet und auf der internationalen Ausstellung in Omaha, Nebraska, Chicago, Jacksonville, Florida und viele, viele mehr. Diese Baby-Inkubatoren waren mit der Weltausstellung in Paris verbunden, auf der Martin Coney ebenfalls ausstellte, was bedeutet, dass diese Postkarten wahrscheinlich in Frankreich entwickelt wurden, aber die Filme und Bilder sollten nicht für ein einziges Ereignis werben, sondern für ein weltweites Ereignis, das in dieser Zeit stattfand. Und das war der Grund, warum sie für die Filme und Postkarten finanziert wurden. Diese Babybrutkästen sollten für Menschen aus aller Welt beworben werden. Einige vermuten, dass es sich dabei um eine Fabrik im Sinne von mehreren Frauen, die Gebären gehandelt haben könnte. Aber das bringt auch viele Probleme mit sich und es gibt sie tatsächlich heute noch. Das ist also gar nicht so verrückt. Aber es ist sehr unhygienisch und würde Probleme hinsichtlich der Beständigkeit verursachen. Für mehr Genauigkeit und Sauberkeit bräuchte man eine Kontrolle über die Umgebung. Es hat den Anschein, dass mehrere Länder in der heutigen Zeit daran beteiligt sind. Und selbst wenn das die Erklärung ist, ist es immer noch erschreckend und seltsam, dass es nicht wirklich bekannt ist. Alles, was sie uns übrig lassen, sind okkulte Symbole, die es zu entschlüsseln gibt. Nun, ich denke, es steckt mehr hinter der Geschichte als nur eine buchstäbliche Sexfabrik. Und es ist interessant, denn dieses Thema hat das kollektive Interesse geweckt, wie es scheint. Wie wir zu Beginn erwähnt haben, hat Netflix zufällig Storks, Störche, Abenteuer im Anflug herausgebracht. Und es ist gerade in den Top 5. Und ich hatte tatsächlich noch nie von diesem Film gehört und wollte ein paar Dinge erwähnen. Der Film hat eine verrückte Symbolik. Erstens ist er ein Film mit einem hohen Budget von etwa 70 Millionen US-Dollar. Und er handelt davon, wie Störche in der Vergangenheit Babys ausgetragen haben. Das war ihre Pflicht, ihre Leidenschaft, wozu sie geboren wurden. Und von Anfang an ist es offensichtlich, dass sie eine enorme Postmacht haben. Sie erwähnen am Anfang, dass es Regeln gab, die besagten, dass man keine Bindung mit den Babys eingehen durfte, dass man sie nicht einmal wie ein Mensch behandeln durfte, sondern dass es nur Pakete waren, die ersten Pakete, mit denen dieser Postdienst seit seiner Gründung begann. Wer auch immer diesen Film gedreht oder die Symbolik eingebaut hat, weiß, worüber wir gerade reden. Was es noch merkwürdiger macht, dass sie diesen Film in dieser Zeit auf Netflix veröffentlicht haben. Nun, die Geschichte besagt, dass dieser Postdienst, als er sich in die Moderne entwickelte, aufhörte, Babys auszuliefern, bis zu dem Punkt, an dem es im Wesentlichen zu einem Mythos wurde und alle Menschen jeden auslachten, der denkt, dass Störche immer noch Babys ausliefern. Aber das Seltsame daran ist, dass sie sagen, Störche liefern keine Babys mehr aus, aber sie haben es vor langer Zeit getan. Es geht also nicht darum, dass sie es nicht tun oder dass sie die Idee lächerlich finden. Es geht darum, dass sie es einfach nicht mehr tun. Und genau damit fängt die Geschichte an. Dass diese Firma namens Corner Store, der ursprüngliche Postdienst, der Babys zustellte, sich in dieses riesige Unternehmen verwandelt hat. Dass eine deutliche Parodie auf Amazon den modernen König der Zustellung zu sein scheint. Man bedenke, dass dieser Film aus dem Jahre 2016 stammt. Die Hauptfigur ist ein seltsamer, komödiantischer Storch, der unbedingt Chef werden will. Er folgt einfach dem System und ist bereit, alles für diese falsche Illusion von Erfolg zu tun. Nun, der Boss will dieses Waisenmädchen loswerden, was ich sehr seltsam fand. Gleich zu Beginn wird dieses Waisenmädchen vorgestellt. Und das ist kein Zufall. Ihr Name ist Tulip, also Tulpe, ein menschliches Waisenkind, das von Störchen aufgezogen wurde. Das Symbol der Tulpe wurde von Königen als Symbol für Reichtum und Wohlstand verwendet. Aber rote Tulpen. Das Haar des Mädchens ist absichtlich rot gewählt, also sprechen wir von roten Tulpen. Aus The Buffalo News, 28. Februar 1897. Übersetztes Zitat. Harvard-Männer dinierten. Fröhliche Stimmung am Banketttisch im Saturn-Club. Die Harvard-Flagge,
ein riesiger Banner in leuchtendem Kaminrot mit dem entsprechenden großen, schneeweißen Anfangsbuchstaben der Universität in der Mitte, wehte gestern von der Tribüne des Saturn-Clubs und war das Zeichen für das Bankett der Harvard Alumni Association of Western New York. Kaminrot, die Farbe, die die Gäste als Studenten zur Ekstase der Zuneigung für ihre Alma Mater getrieben hatte, war die einzige Dekoration. Etwa 100 Absolventen saßen an einem langen Tisch, der sich über die gesamte Länge des Speisesaals erstreckte. Die Szene war so hübsch, wie es der gute Geschmack nur zulassen konnte. Die Fahne war an der Wand in der Nähe des Kopfes des Tisches drapiert und in der Mitte des Tisches befand sich eine Bank mit kaminroten Blumen. Diese wurden an beiden Enden des Tisches durch den Universitätsbrief flankiert, der in perfekter Formation aus roten Tulpen bestand. Zitat Ende. Bei der Zeremonie zur Aufnahme in die Universität speisten sie also mit dekorativen, roten Tulpen. Und nicht vergessen, wir sprechen hier von Symbolen. Nur wenn wir lernen, diese Symbole zu verstehen, kann ein großer Schleier gelüftet werden. Es geht aber noch viel tiefer. Nachdem ich rote Tulpe, Fruchtbarkeit eingegeben und nach Symbolen gesucht hatte, fand ich, dass es Unternehmen gibt, die mit diesem Symbol werben, um die Familie mit Hilfe von Eizellenspenderinnen zu vergrößern. Sogar bestimmte Phänotypen sind möglich. Jetzt frage ich mich nur, warum das Symbol der Tulpe verwendet wird. Wie wir wissen, bedeutet die Tulpe mehr als nur eine rote Blume. In vielerlei Hinsicht steht sie für die Geschlechtsorgane selbst, wie bei den Postkarten. Aber ihr Hauptsymbol steht für Fruchtbarkeit und Kinder, insbesondere Waisenkinder, verlorenes Blut. Während des goldenen Zeitalters der Niederlande gab es eine sogenannte Tulipmania, also Tulpenmanie. Das mag ziemlich umstritten sein, aber nur wenn wir Fragen stellen, können wir Licht ins Dunkle bringen. In dieser Zeit herrschte ein seltsamer Wahn, bei dem die Menschen anfingen, besonders hohe Preise für Blumen und Gemüse zu zahlen. Und es gibt alle möglichen Ausreden, warum das so ist. Aber ich finde es einfach interessant, dass es sich um ein historisches Ereignis handelt, das als Tulpenmanie bezeichnet wird. Ich glaube, dass dies noch ein älterer Bezug auf diese Postkarten ist und aus dem 17. Jahrhundert stammt. Und siehe da, es waren nicht nur Tulpen, die überteuert waren, sondern auch Kohlköpfe. Erinnern wir uns auch daran, dass Tulpen und Rosen ein sehr ähnliches Aussehen haben. Es gab ein Kohlfieber. Das scheint mir etwas willkürlich. Warum Kohl? Wir wissen ja, dass sie Symbolik verwenden. Beziehen sie sich also tatsächlich auf etwas anderes? Dazu gibt es ein eigenes Video, aber nachdem die Holländer 1581 angeblich vom Spanischen Reich befreit wurden, begannen sie, rund um ihre Paläste Tulpen zu züchten und die Reichen begannen, ohne ersichtlichen Grund, von Tulpen besessen zu sein. Und das verursachte eine Art von Wirtschaftsblase oder eine seltsame, früher entstandene Inflation. Aber was ist, wenn in Wirklichkeit gar nicht diese Produkte überteuert waren, sondern sie auf etwas anderes hinweisen? War es eine Art Code? Übersetztes Zitat: Es ist unbestritten, dass die Manie eine psychopathologische Störung ist. Wer also von Tulpenmanie spricht, meint, dass Menschen, die fleischige Tulpenzwiebeln kauften, verrückt und irrational gehandelt haben. Zitat Ende. Man nennt diese Leute also buchstäblich verrückt, weil sie so viel für Tulpen, Kohl und Karotten ausgaben. Aber ich glaube, es geht um was anderes. Nicht nur, dass dies der Ursprung unseres Geldes ist, sondern schaut euch an, wie sie dieses Zeug beworben haben. Es ist genau wie die Postkarten, satirische Cartoons. Aber diese sind noch schlimmer. Viele dieser satirischen Drucke enthalten Kohl und zeigen eine enge Beziehung zwischen Tulpen und Kohlköpfen. In einem zeigte Aesop eine Gruppe von Affen, das Symbol für Torheit, die Kohle aßen, während Wölfe unschuldige Schafe jagten. Das Titelblatt eines Stückes zeigt eine Satyr oder Pan,
der den Vorhang einer Szene zurückzog, die mit einem Banner gekrönt war, auf dem stand: Die Welt voller Kohl. Unter dem Banner ist eine Menschenmenge zu sehen, die nach Zetteln schreit, auf denen die Namen von Kohlsorten stehen, darunter wertloser Kohl, feiger Kohl und verrückter Kohl. Ein anderes Stück nennt sich Die Gesellschaft des Kohls. In vielen dieser Stücke wurde auf Karottenaktien und auf den Verkauf von Kohl Bezug genommen. Es ist offensichtlich, dass diese Gemüsesorten Symbole für etwas anderes waren. Karotten, Kohlköpfe und Tulpen sind in vielen dieser frühen Karikaturen zu sehen. In einem verkaufen sie diese Tulpen in einer Narrenkappe. Alle diese frühen Karikaturen, die als Inspiration für die späteren Postkarten dienten, sind mit dieser Symbolik der dunklen Torheit, der Narrenkappe oder einer phrygischen Mütze versehen? Diese Tulpen wurden für über 1000 Pfund verkauft, wenn man sie schneeweiß und schön gestreift fand. Werfen wir einen Blick auf eine Karikatur, die eindeutig freimaurerische Symbolik enthält. Sie heißt Achill Queen Actionist, eine Karikatur aus De Grote Tafarel der Dwarsheid, 1720, und sie befand sich in der British Library. Sie zeigt zwei Harlekine oder Witzbolde oder Schauspieler, die auf einer Bühne stehen und einen Schleier öffnen. Oben sieht man, dass sie Kohl und Karotten verkaufen. Aber was ist hinter dem Schleier? Oben sehen wir eine Eule, die den Minerva-Kult repräsentiert. Und wir sehen ihren Freimaurerzirkel oder Winkel. Das ist keine gewöhnliche Darstellung und ich finde es toll, wie sie dies als satirische Karikatur bezeichnen. Ich meine, was für kranke Menschen machen so etwas? Warum stecken sie alle möglichen Dinge in ihren Hintern? Und es wird noch schlimmer. Diese Karikatur ist also Teil einer Serie. Und das sind wirklich die einzigen Bilder oder Darstellungen, die wir vom Crash von 1720 haben. Was wiederum bedeutet, glaubt ihr wirklich, dass sie nur Kohlköpfe verkauft haben? Seht euch diese Symbole an. Seht euch an, was sie uns hinterlassen haben. Wir werden das in einem anderen Video aufschlüsseln, aber ganz schnell, dann kommen wir zurück zum Storchfilm. Schaut euch einige dieser Bilder an. Es besteht kein Zweifel darin, dass diese von Eliten geschaffen wurden. Schaut euch all diese königlichen Symbole an. Aber darüber hinaus ist auch ein gewisser Spott im Spiel. Es gibt zu viele Bilder, um sie jetzt durchzugehen. Aber es gibt eins, auf dem man Lady Liberty sehen kann. Zusammen mit etwas, das wie ein Bienenstock mit einem Babyengel zu sein scheint, das ein Schild mit zwei Schlüsseln hält. Die Dame mit der Säule trägt auch einen Zylinder, während das Gesicht einer Person ausgetauscht wird? Identitätswechsel? Und dann sehen wir Medusa oder eine Dame mit einer Schlange, die stirbt. Und unter ihrem linken Arm ist der Boden eines Fasses oder Bienenstocks, aus dem Menschen oder Babys herauskommen. Die Kohlköpfe werfen? Sie werfen diese Kohlköpfe in eine andere Szene, in der ein Teufel und eine Menschenmenge zu sehen ist, die eine Person in die Flamme wirft, was eine Opferung zu sein scheint. Es handelt sich um Reset-Stiche aus dem frühen 17. Jahrhundert und es gibt auch eine Verbindung zu einem anderen berühmten Künstler aus England, aber wir werden das im nächsten Video besprechen. Im Wesentlichen haben sie diese Tulpen- und Kohlsymbolik schon lange vor dem 19. Jahrhundert verwendet und es scheint, dass sie sie als Mittel zur Förderung einer Art geheimen Symbolik unter dem Deckmantel satirischer Karikaturen einsetzen. Und dieser Kram ist einfach viel zu seltsam. Ich meine, ich könnte mir das nicht zusammenreimen. Zum Beispiel gibt es eine, wo sie buchstäblich versuchen, das dritte Auge herauszuschneiden und dieses neue Wirtschaftssystem buchstäblich in unsere Hintern einzuführen. Als ob sie versuchen würden, uns mit Gewalt in unsere neue Form zu manipulieren. Naja, nun zurück zum Film. Also ja, hinter Tulpen und Kohlköpfen steckt eine tiefe Symbolik. Und die Autoren des Films sind sich dessen voll bewusst. Der Storch muss also dieses Waisenkind namens Tulip entlassen. Aber sie hat Geburtstag und ist irgendwie cool. Also will der Storch sie nicht entlassen, weil sie ihm leid tut. Er ist nicht so wie sein Chef, dem es Spaß macht, andere zu verletzen.
Also kommt der Storch auf die Idee, sie in den alten Briefraum zu schicken, denn niemand schickt mehr Briefe für Babys. Man kann sogar erkennen, dass es sich um ein älteres Gebäude handelt und nicht um das Hauptgebäude des Corner Store, das in Wirklichkeit nur ein großer Frachtcontainer ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Waisenkind hat es satt, im Zimmer zu sein, wird im Grunde genommen verrückt und bekommt schließlich einen Brief von einer anderen Figur im Film. Einem Kind mit dem Nachnamen Gardner, was buchstäblich Gärtner bedeutet, dessen Eltern Immobilienmakler sind. Der Junge ist einsam und wünscht sich sehnlichst einen kleinen Bruder. Also hört er von den Störchen und schreibt ihnen einen Brief, den ersten Brief seit langem. Als das Waisenkind den Brief erhält, fühlt sie sich verpflichtet, den neuen Briefraum zu leiten. Also bringt es den Brief in das alte, verlassene Gebäude, aber der Storch versucht sie davon abzuhalten, weil er seinen Boss angelogen hat, dass er sie bereits gefeuert hat. Im Grunde genommen streiten sich der Storch und das Waisenkind um den Brief und er gerät versehentlich in die Maschine, die daraufhin in Gang gesetzt wird und es stellt sich heraus, dass der gesamte Raum Teil einer buchstäblichen Babyfabrik ist. Sie ist in der Lage, Milliarden von Babys zu produzieren und gegen Ende des Films wird gezeigt, dass es sich in Wirklichkeit um eine alte Burg handelt, die vom Corner Store getrennt ist. Denk mal darüber nach. Corner Store. Cornerstone? Freimaurer? Warum eine Anspielung auf Amazon? Ist das eine Anspielung auf die Amazonenfrauen? Nun, Cornerstone, also Eckstein, ist in der Freimaurerei die Grundlage, auf der alles gegründet wird. Daher Waisen, Tulpen und Findelkinder? Es gibt auch eine Stelle, an der sie das Baby an Wölfe verlieren, was mich an diese alte Geschichte von Kindern erinnert, die von Wölfen aufgezogen werden, bekannt aus der römischen Mythologie. Der Storchenchef versucht sogar im Film, diese Information zu vertuschen. Sie wollten nicht, dass die Leute wissen, dass sie wieder Babys produzieren, denn dann würde ihre Aktie abstürzen. Im Grunde genommen wurde also ein Schloss mit einer uralten, fortschrittlichen KI-Babyfabrikmaschine vom Staat genutzt. Und die Störche waren die Postboten, die die Babys ausliefern sollten. Aber im Laufe der Zeit wurde diese Maschine irrelevant aufgrund der Unternehmensentwicklung, sodass die Störche nicht mehr gebraucht wurden. Es wird auch nie erwähnt, ob es in dieser Welt tatsächlich Geschlechtsverkehr gibt oder nicht. Sie führen nie das Gespräch über The Birds and the Bees, also die Vögel und die Bienen, eine metaphorische Geschichte, die vor allem in Amerika Kindern erzählt wird, um Geschlechtsverkehr zu erklären. Ich meine, warum wird es Vögel und die Bienen genannt? In dem Netflix-Film I Am Mother geht es buchstäblich um ein Wiederbevölkerungszentrum voller Klone, um die Zivilisation nach einer großen Katastrophe wieder aufzubauen. In der Umgebung wird hauptsächlich Mais angebaut, ein weiteres Fruchtbarkeitssymbol und eine Pflanze, deren Körner an Waben erinnern. Das ist auch eine Art Verbindung zu dem Film Children of the Corn, auf Deutsch Kinder des Zorns, eine Gesellschaft von Kindern, die von einem Dämon beherrscht wird. Nun, wir haben eine intime Beziehung zu Störchen. Und sie ist viel älter als die Cabbage Patch Kids oder die Wiederbevölkerungspostkarten von 1900. Auch dazu haben wir mehr zu sagen. Aber jetzt wollen wir erstmal mit der Babyfarm abschließen. Dazu kann ich nur so viel sagen, dass ihr auch eure eigene Recherche betreiben müsst. Aber während des viktorianischen Zeitalters gab es diese Phase des Babyfarming, in der diese Frauen, die diese Waisenhäuser besaßen, die Babys nicht mehr ernähren konnten und deshalb buchstäblich Säuglinge töteten. Es ist schrecklich und es gibt viele Bücher zu diesem Thema. Dies geschah auch an vielen anderen Orten auf der ganzen Welt. Ich denke, dass dies eine Tarnung für etwas viel Tieferes ist, da es auch Anzeigen für diese Babyfarmen gab, die aber aus den 1860er Jahren stammen und daher viel schwieriger zu finden sind. Ein Artikel heißt wörtlich Wolves in Women's Clothing, Wölfe in Frauenkleidern. Wenn dies also der Stand der Kinderbetreuung im 19. Jahrhundert war, warum sollten wir dann irgendetwas aus den Mainstream-Quellen vertrauen? Es ist unsere Aufgabe, Fragen zu stellen
wie das alles begann und wann es begann. Sogar in der vedischen Literatur gibt es Hinweise auf hybride Wesen und genetische Manipulation. Sie hatten eine ähnliche frühe Wissenschaft wie die Alchemie, mit einem Verständnis für die verschiedenen Elemente, die benötigt werden, um materielles Fleisch zu erschaffen. Es gibt einen großartigen Kanal, der über diese Dinge spricht, wo man in alten vedischen Tempeln sehen kann, dass sie ein Verständnis für eine frühe Form der DNA-Manipulation hatten. Sie wussten sogar, wie Spermien und Eier unter einem Mikroskop aussahen. Es gibt auch diesen anderen Tempel, der Schnitzereien zeigte, wie sie mit verschiedenen hybriden Kreaturen experimentierten, was auch erklären würde, warum wir so viele seltsame Wesen in alten, mittelalterlichen Darstellungen sehen. Waren das einst echte Kreaturen? Wir bekommen diese Beschreibungen von einigen der berühmtesten Philosophen und antiken Historikern. Sie glaubten, dass sie wahr sind, wie die monströsen Rassen in den frühen christlichen Schriften. Um dies abzuschließen, ist die Geschichte der Reagenzglasbabys auch ein obskures Thema. Aber bitte sehr. Zuerst nimmt man einen Haufen von Frauen und gibt ihnen Fruchtbarkeitsmedikamente, sodass sie extrem fruchtbar sind. Dann stimuliert man die Entwicklung zusätzlicher Eizellen. Die gereiften Eizellen werden aus den Eierstöcken entnommen, was heute mit einer ultraschallgesteuerten Nadel geschieht. Sobald diese Eizellen entnommen sind, werden buchstäblich Spermien und Eizellen in eine Petrischale gegeben. Dann erhält man befruchtete Eizellen, die als Embryo bezeichnet werden. Dieser Embryo kann sich im Labor unter kontrollierten Bedingungen weiterentwickeln. Heute sagt man, dass der Begriff Reagenzglasbabys nur ein Ausdruck der Medien ist. Aber dieser Begriff ist viel älter. Heutzutage wird der Embryo, sobald er ein bestimmtes Stadium erreicht hat, in eine Gebärmutter oder eine Leihmutter übertragen. Dieses Verfahren wurde bereits in der Vergangenheit versucht. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die Eizellen zu extrahieren. Der früheste Hinweis auf Test-Tube-Babys, also Reagenzglasbabys, ist ein Zeitungsartikel aus dem amerikanischen Guardian. 4. Januar 1929. Chemiker werden eines Tages Väter sein, so die Vorhersage. Und wieder einmal denke ich, dass es sich um eine Verhöhnung handelt. Aber lesen wir mal, was sie uns zu sagen haben. Übersetztes Zitat: Bosse werden ihre Angestellten nach bestimmten Plänen und Spezifikationen bestellen, glaubt Britton. Reagenzglasbabys werden ähnlich wie die der Natur. Diese Theorie vertritt H.T. Rhodes, Generalsekretär der British Association of Scientists. Er glaubt, dass es kaum einen Unterschied zwischen dem von einer Frau geborenen Mensch und dem im Reagenzglas gezeugten Mensch geben wird. Wir stehen erst an der Schwelle der Entdeckungen, die die Chemiker machen, sagt Rhodes. Wir sind mit der Analyse fast abgeschlossen. Wir gehen jetzt in die Synthese über, dem Aufbau und der Herstellung neuer und wertvollerer Produkte aus weniger wertvollen. Die Spekulation ist, dass wir mit der Zeit in der Lage sein werden, lebendes Material zu schaffen. Professor Loeb gab vor Jahren an einer amerikanischen Universität bekannt, dass es ihm gelungen sei, die Eier des Seeigels künstlich zu befruchten. Das war ein enormer Schritt nach vorn. Wir wissen, dass der Mensch, das hochkomplizierteste aller Lebewesen, letztlich nur eine Ansammlung von Zellen ist. Wir wissen, dass das Protoplasma, die wunderbare Substanz, die die Grundlage dessen ist, was wir als Lebewesen bezeichnen, aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff besteht. Wir wissen, wie die Atome angeordnet sind. Eines Tages wird es einem Chemiker in einem Labor gelingen, diese Atome auf dieselbe Weise zu verbinden. Er wird dann Protoplasma geschaffen haben. Und so wird sich das Leben manifestieren. Vielleicht wird es damit nicht enden. Nachdem wir in einem chemischen Labor Protoplasma hergestellt haben, wird der Mensch vielleicht ein uns noch unbekanntes Verfahren entdecken, mit dem wir diese Substanz sozusagen ausbrüten und pflegen können, um noch kompliziertere Lebensformen hervorzubringen. Schließlich könnten wir ein lebendes, sich bewegendes Wesen hervorbringen, das uns ähnlich ist. Das mag wie ein wilder Traum klingen, aber wenn man die Geschichte der letzten Jahre Revue passieren lässt und sieht, was die Wissenschaft geleistet hat, ist man vielleicht nicht mehr so skeptisch. Die antiken Wissenschaftler haben einfach Fakten gesammelt.
Moderne Wissenschaftler nehmen diese Fakten, stellen Theorien über Phänomene auf, beweisen ihre Theorien und wenden sie auf neue Erfindungen an. Die Träume der Antiken werden von den Modernen in der Tat umgesetzt. Vor Jahrhunderten träumten die Menschen von Fliegen, vom drahtlosen Telegrafen und Telefon, von Filmen und Tongeräten. All diese Dinge, die wir heute für alltäglich halten, wären den Antiken wie schwarze Magie erschienen. Wovon wir heute träumen, kann in 500 bis 1000 Jahren in den biochemischen Labors Wirklichkeit werden. Natürlich werden sie uns nicht sagen, dass sie dies bereits entdeckt haben, weshalb es sich um Propaganda handelt. Sie programmieren uns darauf, an Science Fiction zu glauben, als ob es sich um eine weit entfernte Zukunft handeln würde, während die Realität so aussieht, dass sie bereits in den 1700er Jahren damit experimentiert haben. Es hatte nur einen anderen Namen. Der Artikel geht sogar noch weiter und erklärt, was diese Gesellschaft in der Zukunft mit diesen synthetischen Menschen machen würde. Ich frage mich, warum sie überhaupt über dieses Zeug nachdenken. Es scheint einfach so seltsam, dass sie dieses Zeug sogar bewerben. Übersetztes Zitat: Um dreckige Arbeit zu machen. Nehmen wir an, es wäre in 1000 Jahren möglich, dass ein Chemiker synthetische Lebewesen herstellt. Man könnte sie für tägliche Arbeiten in der Welt einsetzen und so die Menschen befreien, die von Natur aus für weitere Eroberung des Wissens gezeugt wurden. Ich nehme an, das ist ein Verweis auf die Freimaurer. Sie fahren fort. Würden die im Labor geschaffenen Wesen Menschen wie uns sein? Wer weiß das schon? Wahrscheinlich nicht. Aber sie wären von der Struktur her uns ähnlich. Es ist unwahrscheinlich, dass sie in der Lage wären, wie wir zu denken. Wenn man über Denken spricht, gerät man ins Metaphysische. Die Mediziner streiten sich darüber, was Denken ist und ob wir überhaupt denken. Zitat Ende. Ich bin mir nicht sicher, worum es hier geht, aber das ist der früheste Hinweis auf Reagenzglasbabys, den ich finden konnte. Und es ist offensichtlich, dass es sich hierbei nicht um ein neues Thema handelt. Nun, es gibt eine alte Alchemie-Referenz und ein Lob an Fire Cannot Kill a Dragon. Sie hat einige der besten alten Fotos, also folgt ihr auf Instagram. Auf der Seite von vor etwa einem Jahr, nachdem sie einen Beitrag über die Bienenkönigin Artemis veröffentlicht hatte, erschien dieser Beitrag über The Cabinet of Curiosities von Levinas Vincent. Ist dies eine frühe Darstellung eines Klonzentrums? Denken wir daran, dass Levinas Vincent, einer der bekanntesten holländischen Designer und wohlhabenden Kaufleute, während der Holländischen Republik und während der Finanzblase von 1720 oder der Tulpenmanie war. Er war Mitglied der Königlichen Gesellschaft und hat ein Buch mit dem Titel Cabinets of Curiosities, also Kuriositätenkabinett, auf Deutsch Kunstkabinett. Auf Wiki heißt es nur, dass es sich um kleine Tiere handelt, aber auch um Artificialia, die offenbar künstliche Schöpfungen irgendeiner Art sind. Aber es gibt keinen Hinweis auf genetische Manipulation oder gar Beiträge zur Wissenschaft. Was ist das also für ein Ort? Nun, das ist es, was es so bizarr macht. Es ist eine seltsame Sammlung. Aber noch mehr. Wer auch immer das gemacht hat, kennt ihre Symbolik. Dies ist also ein Buch, Wonder Tunnel der Nature, das mit geheimen okkulten Symbolen gefüllt ist, die wir jetzt deutlicher sehen können. In diesem Text spricht er von vielen verschiedenen seltsamen Dingen. Seite 183, Schlangen und Drachen. Seite 191, Meereshydra, also Wasserschlangen, über 200 Fuß lang, also 60 Meter. Und die Erschaffung der Hydra, von der er sagt, sie sei ein tatsächlich erfundenes und ausgestaltetes Tier. Es gibt eine Darstellung, auf der man deutlich einen Mann sehen kann, der einen Bienenstock hält und auf die Regale neben ihm zeigt, die mit verschiedenen Flächen gefüllt sind. Unter ihm befinden sich zwei Waisenkinder, von denen eins den Freimaurerzirkel oder Winkel hält. Und wir wissen, dass dies kein Zufall ist, denn man kann ihn auch in den floralen dekorativen Symbolen sehen.
Dieser Bienenstock ist absichtlich gewählt. Denn wir sehen auch die mehrbrüstige Diana von Ephesus oder Lady Liberty mit dem Turm oder Schloss auf dem Kopf. Was bedeutet, dass es sich um eine Art Fabrik für die Wiederbevölkerung der neuen Welt handelt? Wir sehen menschenähnliche Wesen in einigen dieser Röhren. Ist dies ein frühes Beispiel für Reagenzglasbabys? Nicht nur das, sie experimentierten auch mit mehreren Tieren, um Hybride zu schaffen. Auch hier werden wir tiefer in die Materie eindringen. Aber zuerst müssen wir tiefer in die okkulte Symbolik eintauchen. Das werden wir für ein anderes Video aufheben. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und lasst uns wissen, wenn ihr irgendwelche Forschungen habt, die ihr mit uns teilen wollt. Folgt uns auch gerne auf Telegram und wenn ihr für unsere Arbeit etwas in die Kaffeekasse spenden wollt, findet ihr unter dem Video oder auf Telegram Paperlinks. Lasst uns weiter Fragen stellen und alles, was wir hoffen können, ist, dass unser Verstand entschleiert wird. Lass alles los, was du für wahr hältst. Entspanne den Geist und stelle die Frage: Verstehe ich wirklich, was diese Realität ist?